Hallo Leute, hier ist euer Mufo LP. Willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play World of Tanks 8.2 Test Server. Diesmal mit der IS-2, der T7er Heavy, und das ist auch erst der erste Heavy. Nein, ich fange nicht bei T5, nicht bei T6, ich fange bei T7 an mit den Heavys. Wird sich für die Leute, die gerne die Kurven in den nächsten Panzer tun, sehr, sehr freuen. Ja, was haben wir denn hier schon erforscht? Der zweite Motor, der ist schon erforscht, und das letzte Funkgerät ist auch schon erforscht. Mount. Wie viel Unterschied haben die beiden Motoren? Die haben 580 und der hat 520. Das teste ich extra. Und hier, die haben 38 Speed, 36 Speed, okay. Und der hat eine Waffe, die ist vom T34-1 und T-35-2, also die ist komplett neu, diese Waffe, eine 100 mm Waffe, und die hat auch mal Damage, jaha, Damage und gute Penetration, ist aber auch sehr langsam, also ja, die könnte schon mal schneller werden. Der hat tatsächlich auch noch die Waffe von der IS. Nein, die 122 D25T. Was soll das denn jetzt? Ist ja auch die IS-2. Wechsel jetzt mal von der direkt auf die IS. Da sieht man bestimmt auch eine Ähnlichkeit. Ach du Scheiße, das leckt so sehr. Ich habe die IS verpasst. Nein, ist die IS-3. Wo ist denn die IS? Ach, die habe ich verkauft, genau. Aber die IS-3 hat dieselbe Waffe wie die IS, von daher. Ja, die dann 120 mm D25T. Ist dieselbe. Was zur. Die haben genau denselben Namen. Das ist doch. Eigentlich die, da, das ist derselbe Name. Ah nein, die Russen haben D25D und die hat D25T. Die haben absolut die Striche verdammt. Das ist dieselbe Waffe. Das ist exakt dieselbe Waffe. Also, nein, die hat eine andere Premium-Munition als die. Wow, aber sonst sind das genau dieselben Waffen. Genau dieselben. Okay, das ist einfach eine IS. ich vergleiche jetzt ohne Scheiß mit der IS. Noch das gleiche Tier. Ungefähr gleich viel Hitpoints. Ungefähr gleich viel Geschwindigkeit. Weniger Panzerung. Dieselbe Waffe. Endwaffe. Eigentlich sind die, die ist was schneller, hält dafür aber weniger aus. Gleiche Waffe, und das ist, ja, die sind eigentlich fast gleich. Sind auch ziemlich ähnlich. Ja, das ist eigentlich eine Kopie von der IS. Ja. Wo die dann einen besseren Motor eingebaut haben, aber dafür ein bisschen Panzerung weggehabt haben. Also nein, einfach ein bisschen Panzerung weggemacht haben, dann ist der leichter und schneller. Ja, ich finde die jetzt aber besser, weil ich hier mehr Ammo, mehr Geschwindigkeit habe. Ja, aber die paar kmh für so viel Geschwindigkeit, das finde ich nicht so toll. Aber macht die denn jetzt mehr Damage als mit der
Die 25T. Die gesamte Panzer, die mit Damage hat. Da kaufe ich doch direkt mal die IS wieder. Hab ja hier auf dem Test aber genug Geld. Da den Renault FT, den braucht eh keiner. Franzose. Ja, ich brauche einen Slot, deshalb. So, bei Heike. USSR. Und Heavies. Und die IS, die IS, die IS, die. Wo ist denn da? Auch mit einer 75er Crew natürlich. Ist auch schön gleich ist hier. So, damit ich mal hin und her scrollen muss hier. Jetzt habe ich mal nach vorne geschoben. So. Direktvergleich. Stock. Die hat etwas mehr Leben, ist schneller, hat weniger Rüstung, hat anscheinend tatsächlich mehr Schaden und mehr Durchschlagskraft. Schießt aber auch langsamer. Die Endwaffe haben sie aber beide gleich. So, also eigentlich nur eine IS. Fertig. Etwas schlechter, aber immer noch eine IS. Ja. Ich guck mal die zweite Waffe, ob die vielleicht besser ist als die D25T. Das ist eine bessere IS. Nein. Die ist genauso gut von den Werten her, ist aber langsamer. Also ist die D25T schon besser. Was ist hier so langsam? 5,31. Seid ihr bei der IS? 4,88. Ja, vielleicht hat die eine andere Crew-Zusammenstellung und deshalb ist sie ein bisschen. Ich weiß es nicht. Also, ja. IS. So, rein damit. Die Munition. Gesagt, also jetzt fahren wir mal so. Ist ja quasi Stock. Dann fahren wir mit der Gun und den beiden dazu. Dann fahren wir mit dem Turm und der Gun, also direkt zusammen. Und ja. Ich würde sagen, ab ins Battle. Also vielleicht ist das eine IS, die ein bisschen mehr Schaden macht und weniger aushält, weil die eine andere Crew hat und irgendwie schnell schießt, ich weiß es nicht. Die auch etwas, aber ganz wenig schneller fährt. Also ich würde die IS vorziehen, ja. Ja, wir sind hier Sina, sollten wir schnell was finden eigentlich. Oder auch nicht, ich kannte dann halt. Bis gleich. Nach 5 Sekunden! Also ich hätte echt nicht cutten müssen. Und hier wird sogar die IS über die IS-2 angezeigt, das heißt, die ist besser, so. Aber minimal, also da ist kein großer Unterschied zwischen den beiden. Wahrscheinlich ist die IS oben, weil die nicht Stock ist. Fertig. Eine Black Prince. Das ist aber nicht die Matilda Black Prince, das ist einfach eine Black Prince, das ist ein normaler Brite. Die Matilda Black Prince ist ja ein Low Briten Premium Panzer. Wären wir nicht Stock, würden wir hier sogar was reißen. aber wir sind Stock. Ja, ich fahre nach links. Die sieht auch fast genauso aus wie die IS. Ist nur ein bisschen höher und hat dann eine Farbe. Und wie gesagt, die ist minimal schneller hier. Und es leckt auch noch so schön. Yippie. Ich werde versuchen beim nächsten Video. Ich muss mal leiser machen. Ich werde versuchen beim nächsten Video. Da ist auch schon wieder ein Scout. Mit H.
Half-Size aufzunehmen bei Fabs, dann wird die Qualität schlechter, dann rendert ihr auch länger, aber dann leckt es vielleicht nicht so. Bei Full-Size auf, weil Fallout auf 800x600 Auflösung hat. Aber hier mache ich auf 1024x1280, meine normale Bildschirmauflösung. Ja, ich habe einen 4:3, ja. Ich render den nur immer in Breitbild dann. Deshalb dauert das dann noch mal so ewig lange. Ich rende ungefähr pro Minute 2,5 Minuten. Also, wenn ich hinter bei Spiele oder so, weil dann ist das Rendern unter Spiel verlangsamt, leider. Wo sind die denn alle? Die Gegner. Sind die alle rechts oder was? Ja, die fährt sich auch ähnlich wie die Yes. Nur ich glaube, die Ketten sind schon wendiger als bei der Yes. Kommt mir gerade so vor. Aber die Chinesen, die kopieren einfach alles. Ja, das ist. Die haben ein paar Panzer genommen. Also das, ich glaube, WG braucht noch nicht lange zu programmieren, der Chinesen. Einfach eine IS genommen, ummodelliert ein bisschen und zwei, drei Kommazahlen verändert und fertig ist. Also, aber ich glaube, da kann WG auch nichts dafür, weil einfach die Chinesen in Wirklichkeit einfach alles kopiert haben. Ich habe gerade im Text gelesen, dass die IS-2 importiert wurde aus Russland. Ja, super. Oh Gott, ist die langsam. Hilfe. Au. Ich komme bei dem gar nicht durch. Das ist T7er TD auf die Front, ja. Wie sieht's denn hier aus? Ist das da eine andere IS-2? Komme ich denn bei der wenigstens durch? Die hat doch wenig Panzerung. Jetzt geht mir die IS in den Weg da. Ja, bei dem AT komme ich ja nicht durch. Vielleicht auf der Seite. Ja. Auf der Seite kommt man auch beim AT durch. Jetzt mal bei der anderen IS-2 auch, weil die IS-2 hat ja wenig Rüstung. Panzerung, Rüstung. Na, bergauf kommt ja aber noch nicht so gut. Okay, die jetzt aber auch nicht. ja. Was haben wir denn da? Ein Briten-TD. Was zur. Ach so, es ist doch der neue Premium. Ja. Briten-Premium. Der erste Briten-TD. Sieht aus wie ein Briten-Medium, aber okay. Turm. Nein, sieht nur so aus wie ein Turm. Komm nicht durch bei den Briten-TD. Auf der Seite. Doch. Komm mal. Ja, die Waffe ist gar nicht mal so schlecht. Ist ja die Stockwaffe. Da kann man eigentlich nichts gegen sagen. Die ist nicht gut, aber keine Stockwaffe ist gut. Und für eine Stockwaffe ist sie ja okay. Anders als bei den anderen diesen Waffen hat er aber nicht übermäßig viel Penetration. Aber das reicht eigentlich gerade so. Damage ist dafür mal hochgeschraubt eigentlich. Das heißt, die machen auch wenigstens mal Schaden. Ich glaube auch, dass die High Tiers von Chinesen ihre richtig lowe Panzerung durch den Schaden wettmachen. Und ja, hier. Habe ich vergessen, Auto Repair, ja, habe ich vergessen zu machen. Ja, und jetzt wird die auch nochmal wendiger. Die ist ja schon wendig. Und vielleicht kommt die jetzt mit dem nächsten auch besser den Berg hoch. Ich glaube, viel schneller wird die auch nicht. Was ist denn jetzt der Unterschied?
Dann hat sich noch mehr Schaden. Die Penetration geht auch nicht hoch. Aber dafür auch ungenauer. Okay. 122er, typisch russisch auch. Was haben wir denn hier bei dem nächsten Turm eigentlich? Hat der mehr Panzerung? Nein. Hat der besseren Drehspeed? Nein. Macht er anscheinend nur, dass man die Waffe reinbauen kann und dass man Dingens kann. Was stimmt, mehr Leben hat. So, wollte nochmal gucken, was hier besser war. Ach genau, die war ja schneller. Und genau. Genauso wie bei der IS, da hat die ja die D25. Und danach kommt die D. Nee, die hat erst die D25T. Und die kann ja dann zu D25T machen, die dann einfach nur genauer und schneller ist. Das war kurz geworden, du. Ja, das ist schon wieder eine dicke und kurze. Das ist ja lang und dünn ist immer Durchschlagkraft und dick ist Dingens. Und ganz kurz und dick ist Trollgun, HE-Gun. Also. Aber die 175. Wir fusseln im Mund. Die 175 Penetration sind gar nicht mal so schlecht. So, fahren wir einmal so. Dann fahren wir dann nächste Runde. So. Ich erforsche den schon mal hier. Okay. Und ab ins Battle. Sollte auch gleich direkt eins finden. Also, mir gefällt sie. Auch wenn mir die IS eigentlich besser gefällt. Aber beide gefallen. Auch nicht die Map. Und ähnlich wie bei der IS ist das Matchmaking auch richtig geil mit der, wie man sieht. Ja, mit der IS hatte ich nie Probleme mit dem Matchmaking. Okay, aber wenn da mal ein Problem mit dem Matchmaking war, dann war es auch richtig T9 und so. Meistens war es dann sogar T7, T8. Das fand ich richtig geil. Warum hat die TOC 2 ein Sternchen hinterm Namen? Und warum fällt mir das jetzt erst auf? Oh, ich hasse die Map, die leckt bei mir auch so. KV2 versus Taka. Wieso nicht? Was so mal Taka ist. Ja. Ich würde sagen, jetzt haben wir eine Waffe, die macht mir Schaden. Müssen aber wieder nah dran, weil wir richtig ungenau sind. War bei der IS aber auch am Anfang das Problem. Wird am Ende dann doch was genauer. Die Russen sind ja generell ziemlich ungenau. KV2 hier. Ja, ich fand die Spaltung von KV1 und also vom KV in KV1 und KV2 fand ich nicht so toll. Jetzt ist der KV1 einfach richtig schlecht und die KV2 total OP. Ja, ist halt so. Also den alten KV mochte ich noch. Jetzt mag ich weder KV 1 noch KV 2 und KV 3 mochte ich noch nie. Wobei ich den alten besser mochte als den neuen. Weil der ein Tier hoch wurde, aber nicht viel besser wurde. Also ja, ich finde, die haben die Russen ziemlich genervt auch. Also ich muss ja auch sagen, bei den Testermann-Tests, es ist eigentlich immer so beim Testserver, dass die neue Rasse, dass das neue Land immer OP oder UP, also underpowered ist. Und dann wird das sowieso irgendwann genervt oder eben auch hochgeputscht. Ja, aber man kann trotzdem schon gucken, wie die so sind, ne? Glaube ich, dass die aus einem ganz wendigen Panzer dann so einen Supernerf machen, dass das so zu einer Schnecke wird. Und ich stehe hier ungünstig, ich sehe es schon und holla die Waldfee, das ist hier wieder. Getrackt. Oh, da links. Verdammt. Nein, gar nicht. Boah, das leckt hier sowas von. Das ist sowas von widerlich. Ah, oh, Leute. Au, von wo? Verdammte Scheiße. Von wo? Wo zur Hölle?
Doch, von da links, aber die können doch gar nicht. Doch, können die, verdammt. Ja, das war jetzt ein richtiger Fail, aber die Map, die lief noch nie gut. Auch ohne Fats. Ich weiß nicht, soll ich jetzt nochmal die Waffe testen oder. Ich glaube, ich mache nochmal ein Gefecht mit der Waffe ohne Kamera. Also sehen wir uns dann beim übernächsten Gefecht direkt mit der nächsten Waffe. Also, bis dahin. So, da bin ich auch schon. Ja, ich konnte in Gefecht gegen T7, aber auch gegen T8er und sogar gegen T9er kämpfen. Ich muss schon sagen, die kommt schon gut durch auf T7. Auf T8 auch und sogar ein paar T9er konnte ich Schaden zufügen. Dann auch wirklich so 200, 300 Schaden. Könnt euch aber auch immer wieder auf den T9er an. Zum Beispiel der WZ1111-4 hat viel weniger Panzerung als der E75. Der Schaden ist dann aber auch ein bisschen long auf den High Tiers, ne? Und auf T7 ja auch nett, nur die Ungenauigkeit zwingt einen, nah dran zu fahren, und durch die geringe Panzerung und das geringe Leben ist nah dran fahren sehr gefährlich. Ideal ist dafür dann natürlich auch der Häuserkampf, weil man da immer noch Deckung hat, auch wenn man da dran ist. Wenn dann halt hinten 3 und vorne 4 sind und ihr zu zweit seid, habt ihr keine Chance mehr. ja. Die nächste Waffe und der Turm. Die Waffe ist ja, glaube ich, was schneller. 4, 8. Ja, und genauer. Wobei die eigentlich auch immer noch ziemlich ungenau ist. Aber auch wieder für den Häuserkampf, nur dass sie halt mal was schneller ist. Ich meine, ich habe sogar im Häuserkampf ab und zu verfehlt. Und hat er gerade Premium-Munition geladen? Nee, hat er nicht. Die hat auch nur 17 Schuss dabei. Also ich glaube, die ist langsamer als die IS. Ach ja, ich wollte jetzt die IS auf Hightech machen. Das Turret muss erstmal rein. So. So. Nächste Motor. Ketten und das Funkgerät. So, jetzt aber. Die haben ziemlich gleich viel Hitpoints. Sind fast gleich schnell. Die S2 dreht sich aber auch schneller, das merkt man auch wirklich. Die hat mehr Armor. Obwohl die dieselben Waffen haben, macht die IS-2 mehr Damage. Ich habe keine Ahnung, wie das möglich ist. Die haben dieselbe Waffe. Aber okay. Die hat noch eine 6er drinne. Da liegt's vielleicht. So. Schon besser. Also machen gleich viel Damage, gleich viel Penetration, schießen auch gleich schnell. Gleiches Turret Speed, sieht man auch fast das gleiche Turret. Der ist fast geunterschiedlich auch vom Aussehen, man sieht's ja. Hat weniger Panzerung, fährt dafür schneller. Einziger Unterschied. Ist auch wendiger. Also eine wendigere IS mit weniger Panzerung. Fertig. Ganz einfach. Ja, aber wir gehen trotzdem mal ins Battle natürlich mit der neuen Waffe, die ich ja eigentlich schon kenne. Die ist eigentlich ganz nett. Nur eben sehr langsam. Ich habe bei meiner IS aber auch den Dingens Ladeschützen auch irgendwie schön trainiert und auch schön geskillt alles. Die schießt schon schneller. Also, na, jetzt sind wir wieder ziemlich weit oben. Das ist natürlich wieder perfekt zum Testen. Ja, eigentlich nicht. Wir können nicht testen, wie die bei hohen ankommt, aber
die hatte genauso viel Durchschlagskraft wie die andere. Und ich habe ja noch die Erfahrungen von der IS. Das ist einfach nur noch, um neu zu schauen, weil ihr kennt ja nicht alle die IS. Ne? Boah, ist der schlau. Da haben die einen better Spawn Point. Ja, wir sind Verteidiger. Nicht gut für mich, da muss man eigentlich campen und mit dem hier campen ist nicht gut, weil der nicht so genau ist. Und einfach nach oben fahren, da sind ja auch ab und zu mal Gegner. Ja. Ach ja, das mehr PS, das hat wirklich keinen Unterschied gemacht bei dem einen Motor. Die Ketten schon, also der ist wendiger als die IS, ja. Ich bevorzuge trotzdem die IS. Ein bisschen Wendigkeit und nicht über die Panzerung. Das läuft sogar einigermaßen flüssig gerade. Finde ich gut. Liegt vielleicht dran, dass das. Ja, das Rennen ist fertig. Der rennt gerade nicht. Muss aber dann gleich weiter rennen, weil ich habe noch so viel Zeug. Ich bin beim Rennen total hinterher. Was haben wir denn hier noch? Ein T34-1 Gegenstück. Hat weniger Leben, wahrscheinlich auch noch weniger Panzerung. Wobei bei der Waffe auch trotz der geringen Zielgenauigkeit, also ich kenne die Waffe eigentlich nur mit einer 100% Crew jetzt bei der IS, kann man damit auch unter Umständen snipen. Muss aber damit rechnen, dass nicht jeder Schuss trifft. Anders als bei anderen Panzer. Na, die ist weg. Der hat auch so ein Geschütz auf dem Turm, einen ähnlichen Turm anscheinend. Was haben wir denn da? Eine IS-2. Das finde ich ja total komisch. Wenn ich gegen den gleichen Panzer kämpfe, den ich habe, und mit der gleichen Waffe, komme ich bei dem nicht durch, aber der immer bei mir. Das regt mich so auf. Was kommt da jetzt an? Ein Tiger. Gott. IS-2, so 100. Alles voll hier. Ich werde die IS-2 jetzt einfach eine in die Seite reinbolzen. Und sie dreht sich. Ja, super. Und der Tiger prallt ab. Nice. Ich muss noch laden. Also die erste lädt bei mir schon länger nach. Schneller nach. Ich habe aber auch 100% und alles. Kein Ansetzer, nee, sowas kaufe ich nicht. Ist mir zu teuer. Also, die Waffe ist nett. Mit der jetzt wäre ich jetzt noch am Leben, weil der auch mal was abprallen kann. ja, der Tiger ist so gebornt, weil er auf die Ecke geschossen hat. Da bornt eigentlich jeder. Ja. Würde sagen, Garage, Fazit, gleich. Und da sind wir auch schon in der Garage beim Fazit. Also, für alle, die IS kennen, eine IS mit ein bisschen mehr Speed, ein bisschen weniger Armor, fertig. Für die, die nicht kennen, sie ist für ein Heavy schnell und wendig, ist auch schnell an der Front. Muss auch ziemlich nah dran, weil sie nicht so gut treffen kann. Hält allerdings nicht so viel auf, man sollte aufpassen. Die Kanone, die haut rein, kommt gut durch, macht nicht so viel Schaden wie jetzt zum Beispiel der Tiger. Aber ist schon okay, der Schaden. Bouncen kann man dann sogar auch, haben wir ja gesehen. Sind die erst dafür bekannt, dass sie sehr viel bouncen. Ja. Ist halt ein Heavy, der aber nicht so viel aushält wie ein Heavy. Aber dafür was wendiger und schneller ist. Kann ich zwar empfehlen, aber dann würde ich auch sagen, wenn er nimmt, direkt die IS, die ist besser. Also. Und ja, das war's auch schon mit der IS-2. Als nächstes kommt dann der T-34-1.
Der ist wahrscheinlich ähnlich wie der T34. Oder eher wie der T3485. Und ja, ich würde sagen, bis dahin.